Wenn ich auf Reisen gehe und habe nur wenig Platz, nehme ich eine sehr kleine Bibel mit. Das ist die ökumenische Einheitsübersetzung und man sieht hier an, dass ich sie schon mehrfach im Rucksack hatte und sie nicht mehr besonders gut erhalten ist. Ich mag sie aber besonders gern, weil sie mich auf sehr vielen Reisen begleitet hat. Wenn man zum Beispiel in den Sinai, in die Wüste fährt, macht es natürlich besonderen Spaß und ist besonders eindrücklich, wenn man die biblischen Texte, die am Sinai spielen, am Sinai auch liest. Dazu muss man sie mithaben und für solche Zwecke nehme ich ein solches kleines biblisches Buch mit. Wenn man im Urlaub mal keine Bibel dabei hat, dann wird einem vielleicht durch den Gideon-Bund geholfen. Das ist eine 1898 gegründete Vereinigung christlicher Kaufleute, die beschlossen haben, Bibeln in Hotels auszulegen, damit dort jeder und jede in der Bibel lesen kann. Das ist eine solche Gideon-Bibel. Natürlich habe ich sie nicht in einem Hotel gestohlen. Der Gideon-Bund schenkt auch Menschen, die nicht in Hotels sind, eine Bibel. Ich habe diese Bibel in Nikosia bekommen und auf Zypern. Auf der linken Seite steht, dieses Buch darf nicht verkauft werden. Das liegt daran, dass der Gideon-Bund Geld sammelt, um mit dem Spendengeld Bibeln zu kaufen und zu verschenken.